So, willkommen zurück zur nächsten Folge vom RS4B7. Wir sind heute wieder bei Patrick. Hi. Leider hat Patrick sich eigentlich nicht an das gehalten, was wir eigentlich gesagt hatten. Und wir sind jetzt hier, der ganze Motor ist schon ausgebaut. Ich habe den Patrick aber zum Glück mit Kamera hier gelassen, deswegen blenden wir jetzt als allererstes ein, wie Patrick den Motor ausgebaut hat. So, ich hoffe, wir haben alles lose. Es hängt jetzt noch eine Schraube dran. Dann kann der Motor raus. Hoffe ich. Jetzt wird das unterfüttert mit ein Stückchen Holz. Dann kommt der Heber weg und dann kann man den Rest machen. Man kann das Auto hoch und man kann den Motor in Ruhe revidieren bzw. alles umbauen. So, also wie ihr sehen könnt, Patrick war fleißig, Motor ist draußen. Jo. Erzähl mal ein bisschen, wie lief das so? Hat alles geklappt? War scheiße auszubauen? Schraubst du gerne an dem Auto? Schraubst du nicht gerne an dem Auto? Also prinzipiell schraube ich ja an diesen VAG-Fahrzeugen sehr gerne. Ja, war sehr eng. Knappe Kiste bei dem Ding, ne? Mhm. Alles ziemlich verbaut, aber ja, so richtig scheiße ging halt eigentlich nichts. Das heißt, ich sag jetzt mal einfach auf einer Skala von 1 bis 10, wie würdest du dieses Auto bewerten vom Schraubfaktor her? Naja, prinzipiell sage ich ja zu Sachen, die scheiße gehen auch. Ich mach's gerne. Ja, klar. Was hier nur nicht ging, war Wasserkastenabdeckung. Die ist auch immer noch drin. Da musste ich halt drum rumschrauben und die ganzen Bauteile so irgendwie rauskriegen. Steuergerät, zweites und was da halt noch so alles drumherum ist. Ne? Aber du würdest schon sagen, es war jetzt nicht ultra beschissen. War okay. Nö, war super. Okay. Ihr habt im Video gerade schon gesehen, ich persönlich hätte es nicht so gemacht. Patrick hat das Getriebe drin gelassen und hat quasi den Motor nach vorne rausgezogen. Ich hätte immer Getriebe mit rausgezogen, wie ich es bei Limo auch immer mache. Aber das meintest du gleich, das machst du schon immer so, ne? Das habe ich hier vor allen Dingen auch gemacht wegen dem Platz. Ne? Ich kann ja hier nicht noch mit dem, was ist das, 1,5 Meter Getriebe, nicht noch nach vorne rausziehen. Ah, okay. Und alles nach unten mit dem Hubwagen rausmachen, wollte ich nicht. An der Stelle schon mal eine Frage für die, ich sage jetzt mal, Nicht-Profi-Schrauber unter unseren Zuschauern. Angenommen, du hättest jetzt diese Aufgabe früher bei VW oder Audi bekommen. Hättest du dann stumpf nach Reparaturleitfaden den Motor hier ausgebaut oder hättest du so wie jetzt einfach geguckt, nach dem Motto, wird schon rausgehen? Da hätte ich wahrscheinlich in den Autohäusern, wo ich war, diesen Hubtisch gehabt, wo man mit man halt die ganze Vorderachse mit Motorgetriebe runterlässt und dann auf diesen Scherentisch, heißt der glaube, beides voneinander trennt. Okay. Aber hat ja so auch geklappt. Motor ist draußen. Ich habe ja im letzten Video schon angekündigt, der Patrick wird bestimmt so eine Liste für mich vorbereitet haben, was an diesem Auto alle an Mängeln ist. Ich habe es auch tierisch gefeiert, dass ich etliche Kommentare online gelesen habe, wo Freunde von Patrick mir genau das bestätigt haben. Ja, wie sieht's aus? Wie steht's ums Auto? Ist noch was zu gebrauchen oder ist alles Schrott? Ja, nein, sind halt viele Sachen, die verschleißen halt. Ne? Auswurfgummi, die vordersten Wasserkühler, die sind halt undicht. Ich meine, das passiert, ne? Steinschläge und so weiter von der Autobahn bei dem Kilometerstand. Viele Sachen, die man halt braucht, Dichtringe, weil ich es halt gelöst habe. Ne? Und ansonsten, ja, so ein paar Sachen, Achsmanschetten, wie schon erwähnt. Ich zeig das mal so kurz. So ein paar Sachen. Ja, ist schon ein bisschen, ne? Ja, okay. Kannst du es lesen? Ja, so halb. Nicht so richtig. Wir haben auf jeden Fall was zu tun. Es muss jede Menge gemacht werden. Wichtig ist zur Sekunde erstmal, der Motor ist draußen. Wo fangen wir jetzt an? Was machen wir als erstes? Du wolltest die RS5 Hosenrohre anpassen. Wir haben zwei Varianten. Variante 1 ist, wir fangen direkt mit den Tuning-Maßnahmen an. Oder Variante 2 ist, wir kümmern uns erstmal um die verschlissenen Teile. So, ich weiß zum Beispiel Antriebswellen vorne, ne? Ja. Das war mir allerdings vorher schon aufgefallen. Das sind diese Antriebswellen mit diesen Tripoden-Innengelenken. Und die sind eigentlich immer kaputt. So, übertrieben gesagt. Problem bei mir ist natürlich A, diese Fahrweise, gerade mit viel Schnee und Quattro, Lenkeinschlag, zusätzlich noch Gas geben. Und solche Spielchen, deswegen habe ich die schon mal getauscht und habe deswegen in weiser Voraussicht nämlich noch andere Wellen. Ich hole die mal. Rums. So.
Ich als alter eBay-König habe nämlich damals schon einfach nochmal einen Satz Wellen gekauft, in weiser Voraussicht. 10. März 2014. Die liegen schon seit 4,5 Jahren im Keller rum. Und ich habe mich dann wieder daran erinnert, dass ich da noch welche habe. So. Prinzipiell ist immer das Gelenk auf der Seite hier das Problem. Bei mir. Das ist das sogenannte Tripodengelenk. Wie ihr schon seht, hat einen tierischen Längenausgleich. Sieht auch tierisch rostig aus. Ich würde jetzt auch mal sagen, dass das, als ich das damals gekauft habe, noch nicht so krass rostig war und in den letzten 4,5 Jahren wahrscheinlich im Keller leicht korrodiert ist schon. Aber ganz wichtig bei denen ist immer, dass die kein Spiel haben. Ne? So, ich merke es immer, dass du so bei, ich sag jetzt mal so, am besten merkst du es so bei 110. Wenn du bei 110 so ein ganz bisschen Gas gibst, merkst du halt im Lenkrad, wie es anfängt so ein bisschen zu vibrieren. Und dann weißt du schon Bescheid, dass die verschlissen sind. Kann man übrigens ganz beschissen selber tauschen, ne? Ich habe da meine spezielle Methode, die werde ich dir gleich zeigen. Und also ich meinte jetzt nicht die ganze Welle, sondern nur das Gelenk, das innere Gelenk. Weiß ich nämlich noch, als ich die erste Welle getauscht habe, die hat bei mir nämlich sage und schreibe ein halbes Jahr gehalten und nicht mal, 2-3 Monate glaube ich nur, weil Auto die ganze Zeit auf Serienhöhe gefahren, dann tiefer gelegt, dann steht die Welle nämlich so und dann war das schneller kaputt, als du gucken konntest. Und um dieses Gelenk zu tauschen, brauchst du eigentlich einen Abzieher für. Das weiß ich gerade nicht. Ja, da brauchst du so, weil die hier sind so 3 Kugellager drin, die quasi hier so drin laufen. Das geht aber eigentlich nicht raus und deswegen gibt es da extra einen Abzieher für. Weiß ich noch. Tja, ich würde sagen, wollen wir als allererstes die Wellen mal tauschen? Können wir machen. Dann haben wir das nämlich schon mal hinter uns. Die ganzen anderen Sachen, die da draufstehen, die muss ich nämlich alle erstmal besorgen. Aber die Wellen können wir jetzt schon mal machen, weil selbst dafür hat Patrick nämlich eine Spezialmethode. Ja. Wir gucken uns das einfach mal hier am Auto an, würde ich sagen. Du hast das ja soweit schon vorbereitet. Also vorbereitet heißt einfach Wellen schon mal losgemacht. Ja. Man sieht hier auch schon, man hört es sogar, wie die halt schon dezent Spiel haben. Deswegen müssen die eh neu. Jetzt sehe ich, mein Chat ist hier auch kaputt. Auf der anderen Seite wahrscheinlich ist es auch nicht mehr die beste. Ne? Deswegen einfach raus. Was müssen wir machen? Wir müssen erstmal außen lösen. Das konnte ich alleine nicht machen. Mhm. Das werden wir jetzt machen. Das heißt, ich setze mich rein, trete die Bremse ja. Und du löst die Schraube. Okay, wir lösen kurz die Schraube. Mhm. Ja, viele von euch werden sich jetzt gerade fragen, was machen die beiden da? Normalerweise nimmt man zum Antriebswellen ausbauen immer einen der Lenker ab, ne? Meistens hier hinten die Schraube und dann rausklappen. Ja, am einfachsten ist es eigentlich oben diese Arschlochschraube, die man festgammelt. Dann kannst du das ganze Radlager wegklappen und dann kriegst du die Gelenkwelle raus. Ich habe das immer wie folgt gemacht. Ich habe hier mal hochgepumpt. Geht allerdings nur mit einem richtig guten Getriebeheber. So. Dann fällt die Gelenkwelle, grob gesagt, so runter. Dann gehe ich da nach oben. Und ziehe sie so raus. Okay. Krass, ja. Habe ich so selber auch noch nie gemacht. Ich werde es auf jeden Fall mal an meiner Limo testen, ob das da auch so geht. Das hat ja theoretisch zur Sekunde auch nichts damit zu tun, wie das Getriebe hängt. Oder hängt das jetzt normalerweise eingebaut tiefer? Das müsste eingebaut ein, vielleicht ein klein bisschen tiefer hängen. Ne? Aber coole Sache. So können wir jetzt auf jeden Fall Antriebswellen ratzfatz tauschen. Ich zeige euch hier nochmal einmal das Problem. Problem Nummer 1 ist natürlich Manschette kaputt. Und Problem Nummer 2, Gelenkspiel ohne Ende. Ja, hier kommen die Wellen rein. Welche hast du da? Die bauen wir jetzt auch hammerhart 1:1 rein. 272, 272 ist sogar die richtige. Die bauen wir jetzt so 1:1 rein, ohne nach Fett zu gucken und so weiter, weil ich weiß, dass die Wellen damals nicht viel gelaufen hatten, als ich sie gekauft habe. Wahrscheinlich könnte ich auch noch höher pumpen.
siehst du, und schon, das waren genau nämlich die 1-2 cm nochmal, die es drin einfach gemacht haben, ne? Geil. Ja, die äußere Schraube eigentlich immer neu machen, ne? Ja, die werden wir einfach neu bestellen, ne? Ich setze die jetzt erstmal an, dass nichts rausfällt. Äußere Schraube, die sollte man schon eigentlich immer neu machen. Ich habe sie öfter auch schon einfach mal so gelassen. Hier machen wir sie lieber mal neu, weil wer weiß, wie lange die Schraube da schon, was die schon so gesehen hat. Da kommt es jetzt auch nicht drauf an, ne? Einfache Sache. Wir können nachher in Ruhe noch Seite 2 tauschen. Was mich viel mehr und am meisten interessiert, was auch viele kommentiert haben, ist, wie wohl die Kupplung von dem Ding aussieht, gerade nach dem letzten Start. Das ist tatsächlich noch eine Originalkupplung. Die habe ich allerdings damals, als ich das Auto gekauft habe, habe ich die gleich getauscht. Also die hat jetzt ungefähr 200.000 Kilometer runter. Und deswegen gucken wir uns die einfach mal an, würde ich sagen. Ne? Wenn wir die jetzt ausbauen. Da kommt nämlich auch eine andere Kupplung jetzt rein. Aber wir bauen sie erstmal aus, dann können wir euch nämlich den Unterschied zeigen. Ja, wie ihr in dem letzten Video gesehen habt, ist der Ersatzmotor, war schon in der Zwischenzeit bei Tillmann in der S-Klinik, hat einmal eine BD-Reinigung bekommen. Der ist jetzt quasi richtig, ich sag jetzt mal, frisch. Und das heißt, wir bauen natürlich die Kupplung jetzt nicht an diesen Motor an, sondern wir bauen sie hier einfach erstmal ab, um zu gucken, wie sie aussieht, damit wir euch das mal zeigen können. Viele von euch haben sich beschwert über den Scheibenwischer, dass der falsch eingestellt wäre und immer oben gegenschlagen würden. Wir haben das natürlich gerade überprüft. Das ist nicht so, sondern es ist so, auch wie manche geschrieben haben, das sind einfach Asbach uralte Aero-Twin-Wischerblätter. Und wenn die alt werden, dann fangen die an so umzuschlagen und machen dabei dieses Geräusch. Alter, der hat richtig Power hier, der Schlagzeuger. Makita. Dafür geht die aber noch. So, original Audi-Kupplung damals wieder reingekommen. So ein bisschen an der Kante sieht man schon den Verschleiß wieder, dass diese Rillen hier stellenweise komplett weg sind. Aber ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt, die sieht schlimmer aus. Sieht eigentlich noch ganz gut aus. Denke mal, das liegt aber auch daran, dass ich jemand bin, der beim Anfahren nicht die Kupplung schleifen lässt, sondern wirklich hammerhart Vollgas fallen lassen, dass sie wirklich gleich zu ist und packt. Und dann hat man nämlich auch immer nicht diese extrem krassen Verfärbungen. Hier sieht man es natürlich schon ein bisschen dran, dass sie ein bisschen was gemacht hat. Aber es sieht jetzt wirklich nicht allzu schlimm aus. So, nächste Sache, Schwungrad. Haben auch viele kommentiert, Zweimassen-Schwungrad. Patrick, erklär mal, was überhaupt ein Zweimassenschwungrad ist. Wir haben die Hauptmasse, das Gewicht, quasi das Schwungrad an sich, und haben zur Verbindung zur Kurbelwelle eine Fettfüllung mit Federkräften. Müssen wir vielleicht mal einblenden, so ein Schnittmodell. Das heißt, das eigentliche Schwungrad ist nicht einteilig, sondern zweiteilig. Deswegen zwei Massen. Und man hat... Das hintere bleibt jetzt stehen, weiß nicht, sieht man es in der Kamera? Das hier. Und man hat quasi hier zwei Teile. Ein bisschen Spiel ist eigentlich normal, wie es jetzt beim, das war ein Look, ne? Beim Look jetzt explizit ist, habe ich jetzt nicht mehr im Kopf. Und dann hat man diese Anschläge, man hat hier einen Anschlag, danach eine Federkraft, wo man auch das Fett so ein bisschen drückt. Und dann die Seite wieder einen weichen Anschlag und dann wieder die Federkraft. Wie würdest du das einschätzen vom Zustand her? Ja, gute Frage. Also ich habe auf jeden Fall ehrlich gesagt schon schlimmere gesehen. Ja, ja, definitiv. Aber es haben ja, viele Schwungräder haben ja dieses Spiel. Ja. Wie es jetzt explizit bei dem RS4 ist, habe ich nicht im Kopf. Müsste man ein neues prüfen. Aber das hat, also ich persönlich finde auch für die Fahrweise, hat das auf jeden Fall gut durchgehalten. Ja. So, das Schwungrad kommt jetzt aber raus. Ich würde sagen, du schraubst es mal ab. Ich hole mal einen Karton, weil dann zeigen wir euch nämlich, was reinkommt. Alte Kupplung ist ausgebaut. Wir packen mal die neue aus. An der Stelle, auch wenn es jetzt ein bisschen Werbung ist, ich verbaue eigentlich immer nur Kupplung von Sachs, weil meine Erfahrung ist einfach, wenn eine Kupplung nicht funktioniert, hast du doppelt und dreifach und vierfach Arbeit, weil wieder Getriebe raus, Getriebe rein, Getriebe raus, Getriebe rein. Und mit Sachs ist meine Erfahrung einfach so gut, egal auf welchem Auto, das funktioniert immer, das passt immer.
das macht einfach Spaß. Und deswegen auch an der Stelle die ganzen Performance-Kupplungen, die kommen von sachsperformance.com. Könnt ihr nichts falsch machen, ist wirklich eine sichere Sache. Dazu kommt, ich glaube, dieses Ein-Massenschwungrad-Kit, was wir hier einbauen, das gibt es, glaube ich, auch nur von der Firma. Zumindest ist es mir jetzt zur Sekunde nur von Sachs bekannt. So, das wird jetzt natürlich jetzt hier nicht das allerkrasseste Kit, sondern wir haben weiterhin eine organische Kupplung. Das heißt, wir packen jetzt zur Sekunde erstmal die Druckplatte aus. Und dann haben wir dazu die Reibscheibe. Die Reibscheibe ist weiterhin ein organischer Belag. Das heißt kein Sintermetallbelag, sondern eigentlich ein fast ähnlicher Belag, wie in der Serie drin ist. Die Scheibe ist auch weiterhin torsionsgefedert in der Mitte, sonst wird das Ganze nämlich so richtig ruppig vom Fahren her. Allerdings sieht man so schon, dass die Federn auf jeden Fall ein bisschen stärker sind, dicker sind. Und Durchmesser etc. ist alles gleich von der Kupplung. Das heißt, wenn ich jetzt diese Reibscheibe in die alte Kupplung einbauen würde, könnte die nicht mehr als die alte, weil die eigentliche mehr Kraftübertragung kommt über diese Druckplatte. Diese Druckplatte hat stärkere Federn drin, eine stärkere Membrantellerfeder, und dadurch kann diese Kupplung einfach mehr Kraft übertragen, weil die einfach stärker beim Anziehen zusammengedrückt wird. Heißt im Umkehrschluss natürlich, dass jetzt natürlich das Kupplungspedal auch ein bisschen schwieriger zu treten sein wird. Aber für einen Tod muss man immer sterben. Wo ich mich allerdings viel mehr drauf freue, das war nämlich der eigentliche Grund, warum ich das umgebaut habe, ist, das olle 2-Massenschwungrad fliegt raus. Das olle 2-Massenschwungrad fliegt raus. Dafür gibt es von Sachs dieses schöne Einmassenschwungrad. Aber das kann ich hier zum Beispiel wieder gut sehen. Only for Motorsport. So, das heißt, wir ersetzen dieses Zweimassenschwungrad gegen ein starres Einmassenschwungrad. So, das hat am Ende den Vorteil, A, kann es nicht mehr kaputt gehen, das ist schon mal Punkt 1, B, gerade bei hohen Drehzahlen ist einfach das Schalten ein bisschen schöner, weil man nicht mehr so diese Schwingung in der Kupplung drin hat, weil man darf halt nie vergessen, das ist nie 100% starr, sondern das kann immer sich ein bisschen bewegen und so weiter. Und ich glaube, es ist auch zusätzlich noch leichter, das ist meistens auch immer ein Vorteil von dem Einmassenschwungrad, dass das eine ganz schöne Ecke leichter ist. Ich würde jetzt mal aus dem Bauch heraus sagen, so 3-4 Kilo leichter ist das bestimmt. Wir gucken mal, ob wir eine Waage finden, dann können wir das Ganze gleich noch wiegen. Problem beim Einmassenschwungrad ist, das werden wir euch im Video am Ende zeigen, dadurch, dass diese dämpfende Funktion nicht mehr gegeben ist, gibt es jetzt gewisse Drehzahlbereiche, wo das Getriebe anfängt, Geräusche zu machen. Das heißt, gerade bei den Getrieben zwischen 1500 und 2000 Umdrehungen, wenn ihr aus dem Drehzahlkeller einfach nur ein bisschen Teillast fährt, fangen die ganzen losen Zahnräder im Getriebe alle an zu klappern. Die fangen an zu klappern, weil die Kurbelwelle die Schwingung so ein bisschen auf die Eingangswelle überträgt. Hört sich immer an, als wenn so ein Getriebe kaputt ist. Ich persönlich bin eh dran gewohnt, weil mein Limo-Getriebe das schon seit eh und je macht. Deswegen stört es mich persönlich nicht. Und ich will lieber dieses geile, direkte Fahren von der Sportkupplung auch in dem Auto haben und einfach eine Kupplung haben, auf die man sich immer verlassen kann. Das heißt, in dem Moment, wenn du sie mal fallen lässt, macht die auch wirklich zu und schleift nicht. Man hat es im Video so ein bisschen gehört, wenn man doch ein bisschen schneller von 1 in 2 schaltet, ist einfach der Ruck im zweiten Gang mit dem V8 so groß, dass die Serienkupplung immer so ganz kurz so ein bisschen durchgerutscht ist. Und das wird natürlich mit mehr Leistung und mehr Laufleistung und vernünftigen Reifen und so weiter nicht besser, sondern eher schlechter. Ja, das heißt, wir wiegen jetzt nochmal rein aus Interesse die beiden Schwungräder. Und dann kommt das Ganze an den Motor wieder dran. Natürlich nicht an den Motor, sondern an den frisch gereinigten Motor. Und dann geht's weiter. So, an der Stelle noch eine Ergänzung. Patrick hat in weiser Voraussicht das Ausrücklager schon ausgebaut, weil er einfach davon ausgegangen ist, dass ich natürlich das Ausrücklager neu machen werde. Natürlich werden wir dies, weil es halt einfach bei dem Kupplungskit auch immer dabei ist.
ist ähnlich wie gerade mit dem Grund, warum ich Sachskupplung verbaue. Dieses Ausrücklager sitzt ganz tief in dem Getriebe drin. Das heißt, der eigentliche Aufbau ist Schwungrad, Mitnehmerscheibe, Druckplatte. Und am Ende sitzt dieses Ausrücklager hier drauf und drückt quasi, wenn ihr mit dem Fuß auf die Kupplung tretet, drückt dieses Ausrücklager quasi die Feder zusammen. Und das Ganze klappt über so ein, über, ich sag mal, über einen Umlenkpunkt um und die Reibscheibe ist in der Mitte quasi wieder lose und die Kupplung trennt. Das wiederum heißt, wenn dieses Teil kaputt ist, fängt es an Geräusche zu machen und ihr könnt alles wieder ausbauen. Komplett Getriebe wieder raus und, nur um dieses Teil zu tauschen. Deswegen sagt Patrick auch, immer lieber neu machen, seid auf der sicheren Seite. Einige von euch haben ja gefragt gehabt, beziehungsweise nicht gefragt, haben gesagt, sie würden lieber einfach diesen Motor überholen, sprich Kolbenringe reinstecken, neue, durchholen und. Ist mit Sicherheit machbar. Mit Sicherheit kommt der Ölverbrauch auch, ich würde tendenziell eher sagen, von den Schaftdichtungen und gar nicht unbedingt von den Kolbenringen. Aber ehrlich gesagt habe ich schon so viele zerlegte Motoren aktuell, dass ich schon einfach froh drum bin, dass wir den Motor einfach 1:1, wie er ist, erstmal wieder in die Ecke stellen, den anderen Motor reinstecken, weil ich habe diesen Motor, wie gesagt, eh schon seit 5 Jahren gehabt. Und es geht so einfach schneller, ist einfacher, ist vielleicht nicht die bessere Lösung, aber einfach die einfachere. Der Motor wird nicht verkauft, der wird auch nicht verschrottet, auch nicht verschenkt oder gar nichts, der kommt wieder bei mir ins Lager. Ich habe ja immer noch den großen Traum, wie viele von euch auch schon gesagt haben, einen Kompressor auf das Ding drauf zu stecken. Das ist allerdings noch ganz ferne Zukunft. Da ich das Auto aber eh nicht verkaufen werde, will ich jetzt auch nicht sagen, wer weiß, was in 1-2 Jahren ist. Deswegen dafür wiederum würde sich dieser Motor dann wiederum perfekt eignen. Einmal zerlegen, einmal andere Ploy rein, den einmal revidieren, Kompressor drauf und wieder rein. Aber genug gesponnen. Erstmal bleibt es ein ganz normaler Sauger, deswegen kommt der andere Motor da rein. Wir haben uns eigentlich vorgenommen, an dem Motor auch noch ein bisschen was zu machen. Ja, Krümmer, ne? Genau. Es gibt von dem Nachfolgermodell, das heißt entweder von dem RS5 oder von dem Nachfolgermodell RS4, die haben 30 PS mehr, die haben 450 statt 420 PS und unter anderem haben sie diese Mehrleistung mit anderen Krümmern realisiert. Diese Krümmer liegen hier. Original, direkt, Cut, unmittelbar hinter dem Krümmer. Bei dem Krümmer handelt es sich um eine 4-in-1 Rohrführung, das heißt, jeder Zylinder hat ungefähr die gleiche Länge bis zum Sammler, dann kommt der Cut, dann kommt das Hosenrohr. Wir legen den mal neben den Originalkrümmer hier und jeder, der aus dem Saugertuning kommt, ich erinnere mich daran, das war früher ein Riesenthema bei uns im Golf 1 Forum immer, ne? Ob du quasi einen 4-in-1 Krümmer hast oder einen 4-2-1 Krümmer und die Tuner wissen auf jeden Fall, dieser Krümmer ist eher auf Drehmoment ausgelegt und dieser Krümmer ist eher für Drehzahl und Leistung. Woran liegt das? Liegt einfach daran, dass das hat ein bisschen was mit den Steuerzeiten und der Zündreihenfolge von dem Motor zu tun. Dass dieser Krümmer, also falsch, bei dem 4-2-1 Krümmer ist das glaube ich so gewollt durch diese kurze Rohrlänge, dass wenn dieser Krümmer zündet und hier dran vorbeiströmt, in dem Moment hier die Gase mit aus dem Zylinder raussaugt. Raussaugt, ja. Durch diesen Venturi-Effekt und in dem Moment halt auf dem Zylinder eine bessere Füllung erzeugt. Das Ganze funktioniert natürlich aber auch nur bis zu einer gewissen Drehzahl. Ab einer gewissen Drehzahl muss das Restgas einfach nur raus aus dem Zylinder und einen möglichst langen Weg haben bis zur Zusammenführung. Und deswegen ist dort dann dieser 4-in-1 Krümmer hier besser geeignet. Patrick hat das Ganze schon mal vorbereitet. Der hat den alten Krümmer schon mal abgebaut. Keiner konnte uns so richtig sagen, ob dieser neue Krümmer hier ran passt. Theoretisch ist es ein ähnliches Auto. Ich glaube allerdings, es wird nicht ganz so einfach. Da wird zum Beispiel die Wasserrohrführung wird anders sein, wie wir gerade eben schon vermutet haben. Mhm. Wir machen das mal folgendermaßen. Wir stecken mal einmal den dran. Den alten, ja. Und zeigen euch mal den Aufbau mit dem Wasserrohr. So, wie ihr seht, ist das schon ganz schön eng, ne? Ja. Also hier lag es schon komplett an dem Hitzeschutz zum ABS quasi an. Sieht man hier. Viel Platz ist der nicht mehr.
Nichtsdestotrotz würden wir natürlich liebend gerne diese anderen Krümmer da einbauen, weil gerade so unter den Saugertunern verspricht man sich halt von Krümmern schon immer recht viel. Ja. So, deswegen stecken wir jetzt mal den anderen Krümmer dran und dann werden wir ganz schnell feststellen, dass das eine Baustelle wird. Das wird eine große Baustelle. Das passt so schon gar nicht, weil wir hier aktuell kommt der Cut gegen das Wasserrohr und dieses Wasserrohr würde jetzt gar nicht davor passen, würde quasi genau, hier langlaufen. Dieses Rohr war davor quasi genau da, wo jetzt der Krümmer ist, das saß übertrieben gesagt hier, das geht schon mal gar nicht. Mit dem Cut ist erstmal nicht so das größte Problem. Unser Auto, der B7, hat nämlich eh den Cut unten am Unterboden. Das heißt, hier könnten wir einfach ein Rohr reinlegen, ja, beziehungsweise die ganze Form umgestalten. Aber mit dem Wasserrohr müssen wir uns auf jeden Fall was überlegen. Das wird nicht so einfach gehen, ne? Das wird ein größeres Problem, ja. Was schlägst du vor, Patrick? Entweder... Wir lassen es einfach sein. Wir lassen es sein, ja. Aber wäre das wäre zu einfach. Wäre das Schnellste. Oder wir bauen das Wasserrohr um. Mhm. Ob das jetzt noch passt, platzmäßig, weiß ich nicht. Weil wie wir gesehen haben, kommt ja das Wasserrohr schon oben gegen. Das heißt, warte, ich fädel es nochmal ein. Das heißt, wenn wir das jetzt hier oben um diesen Bogen drumherum legen und hier schon gar kein Platz ist, dann wird es wahrscheinlich fast... Mhm. Nicht machbar sein. Oder wir bauen uns irgendeine Engstelle ein, dass wenn du später mal den Ventildeckel runternehmen müsstest oder ähnliches, ne, ja, da nicht mehr rankommst. Mir fällt auch zur Sekunde ein, als ich das letztes Mal die Kerzen an dem Ding getauscht habe. Ich glaube, der Wasserbehälter ist auch ziemlich nah hier drüber. Gut möglich. Hier sitzt ja der Wasserbehälter quasi noch drüber und das ist hier auch schon immer ziemlich eng. Also wenn, dann müssten wir jetzt das Rohr quasi so umbauen. Warte mal ganz kurz. Was mir gerade noch einfällt... Was wäre denn, also der passt ja jetzt aktuell noch nicht, wir müssten halt wirklich mal wegschneiden, das Teil, wenn wir unten durchgehen. Man müsste quasi hier mal einen Schnitt machen und dann könnte man, wenn er richtig sitzt, gucken, ob wir unten durch Platz haben. Mhm. Man muss natürlich den Durchmesser behalten, sonst hast du, okay, mindestens den Durchmesser, sage ich mal. Ne? Ja, ja. Also man sieht hier hinten ist warum auch immer, eine Drossel dran. Auf ein kleineres Rohr. Vielleicht wegen dem Abzweig? Hat einen Abzweig, ja. Ja, also man müsste, wie gesagt, entweder müssten wir unten durchgehen oder das ganze Rohr musste übertrieben gesagt hier sitzen, ne? Ja. So, man müsste das Ganze da drüber legen. Wird ein bisschen Action. An der Stelle würde ich sagen, wir lassen es erstmal gut sein. Ihr dürft euch auf jeden Fall noch auf jede Menge Videos zu dem Thema B7 freuen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr alle so einen Spaß an dem Auto habt, weil die Resonanz in dem letzten Video war ja echt richtig gut. Also das hat euch gefallen. Das heißt, wir werden an der Stelle hier auf jeden Fall weitermachen. Grübeln jetzt noch ein bisschen, wie wir das am besten bauen. Und dann dürft ihr euch auf jeden Fall auf einen geilen nächsten Teil freuen.